Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Anno 1800. Wir melden uns hier direkt vom Hafen zurück. Aus dem einfachen Grund, weil wir werden unser Schiff, das hier, ausrüsten zu einer Expedition. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Oh, wir gucken erstmal kurz hier. Es sind einige Schäden. Es sind Schäden entstanden. Wo sind hier Schäden entstanden? Ich sehe nichts. Okay, macht nichts. Wir werden hier... Ja, unser Handy meldet sich mal wieder. Immer wenn ich okay sage. Die Suche nach Isabel Saramento. So. Ich bleibe hier, Captain, bis das Blut in meinen Adern kocht oder gefriert. Die Insel... stopp, nein. Stopp. Wir machen das mit der Expedition, aber wir haben hier, ja, noch eine Aufgabe. Wir müssen die Fregatten zerstören. Alles klar. Und wir werden hier unsere Fregatten, was wir hier haben, die drei Stück. Unser Flaggschiff werden wir nehmen. Auf die alte Dame ist Verlass. Das hier. Und dann drücken wir Shift, das und da drauf. Und drücken STRG 1. So, dann haben wir die mal ausgewählt und werden jetzt hier den Angriff starten und werden die mal verfolgen. In Zwischenzeit werden wir hier unsere Schaffarm mal entfernen. Ja? Weil wir produzieren das ja jetzt auf der anderen Insel. Und dann kriegen wir hier nämlich wieder ein bisschen Platz für Kartoffeln und was wir sonst noch so brauchen. So, haben wir noch irgendwo Schaffarm? Nein. So, und das schaffen wir jetzt hier erstmal alles hier auf die Insel. Und unsere Attraktivität, oh ja, die muss wieder nach oben. So. Wollen wir mal schauen. Wir haben hier die Segelweberei. Alles anhalten. Zwei Stück haben wir hier. Sägewerk. Alles klar. Was haben wir? Hier ist... Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Hier ist voll. Das ist natürlich was, wo wir dann später auch rüber transportieren werden. So, was macht unsere Flotte? Müssen wir mal hier gehen? Da sind sie. Wieso ist da jetzt STRG 5 drauf? Ich habe doch STRG 1 gemacht. Neue Ziele? So. Da sind die. Okay. Die sind unterwegs. Wollen wir mal hier schauen. Wir werden die Wollproduktion hier noch ein bisschen mehr steigern. Einfach weil wir es können. Wir haben noch Arbeiter zur Verfügung. Machen das nämlich genau so. Kohle haben wir im Moment genügend. Also ich mache mir jetzt da nicht gerade die Sorgen, dass wir bankrott gehen. Oh, verkehrt. Müssen wir versetzen. Darüber. So. Ein Hof ohne Felder? Ja, kriegst du ja jetzt. Haben wir bitte.
müssen da ein bisschen aufpassen. Sonst haut das nämlich alles nicht hin. Und da bauen wir noch ein Lagerhaus hin. So. Dann läuft die Produktion. Ei. Okay, und du fährst das schön da rüber. So, was haben wir denn hier noch auf der Insel? Was machen wir eigentlich da? Da unten haben wir jetzt Getreide, ne? Ne, Kartoffeln haben wir da noch bereitgestellt. Aber dafür brauchen wir eine Handelskammer. Gut, um die Insel werden wir uns jetzt noch nicht kümmern. Wir machen erst einmal hier. So, hier werden wir dann noch die Wasserei aufbauen. Und wir werden hier auch dann noch die Schnapsproduktion in Gang setzen. Wir bauen jetzt hier mal wir bauen hier eine Handelskammer hin. Feuer wütet in einer ihrer Fabriken. So, und da machen wir keine verfügbaren Items. Wieso nicht? Items? Oh. Okay, wir müssen uns mal schnell um das Feuer hier kümmern. Hier brennt es. Das ist ja bedauerlich. Machen wir hier mal eine Feuerwehr hin. So. Arbeiter. Wir brauchen 50 Arbeiter für eine Metzgerei. Ich lobpreise jeden Tag. Schauen wir mal. Wir haben 60 zur Verfügung. Dann werden wir das mal aufstocken hier. So. Gut, dann können wir hier nämlich auch mal eine Metzgerei hinsetzen, dass wir da unsere Wurst produzieren. Wie sieht denn das aus? Wir können das mal höher machen. So, die Feuerwehr ist hier im Gange. Sehr schön. Was macht eigentlich unsere Aufgabe hier? Oh, da mischen sich wahrscheinlich jetzt dann auch noch die Piraten ein. Ne? Lotte bereit. Oh, wow, wow. Wir fahren da mitten ins Piratennest. Gleich mal. Lotte legt ab. Schiff unter Beschuss. Wir werden kurz die Piraten hier versenken. Ja, zumindest mal stark beschädigen. Weil wir müssen uns ja um die hier kümmern. So, unser Seegefecht wird starten. Schiff unter Beschuss. Schaffen werden. Die Flammen wurden gelöscht. Ja, jetzt muss sich natürlich noch der Pirat. Okay, ein Schiff haben wir zerstört. Jetzt werden wir das hier zerstören.
Es sieht gut aus. Aber unser Schiff kriegt ziemlich Schaden. So, und jetzt ist der Pirat hier. Wir sammeln das hier erstmal alles ein hier und dann geht's zurück. So, du fährst einmal zurück hier hin. So, und was hast du eingesammelt? Nur ein Kratzer. Segel, sehr schön. Ihr fährt natürlich auch zurück. Ihr müsst hier am Hafen repariert werden. Fahr mal hier hin. Lotte unterwegs. Okay, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Werden wir schaffen? Wir wissen es nicht so genau. So, wie sieht's hier aus? Immer wenn ich nachdenke, werde ich irgendwann wütend. Er wäre wütend. Okay. Neue Befehle? Alles klar. Wir werden hier noch ein Viertel bauen mit Bauern. Oh, da geht uns das Holz aus. Das macht aber nichts. Wir haben 28 Arbeiter noch zur Verfügung. Eine Vasenmeisterei. Da brauchen wir 40. Das heißt, wir werden hier noch... Ach so, wir haben kein Holz. Deswegen geht das nicht. Gut, ja, warten wir mal, bis wir wieder ein bisschen Holz zur Verfügung haben. Oh, oh. Hoffentlich schaffen das unsere Schiffe. So, wie sieht's denn aus? Ich hoffe mal, dass das funktioniert, wie ich das vorhabe. Wolle geht nach unten. Wir helfen, bringen Sie frohe Kunde? Ja, klar. Überaus reizend. So, okay. Dann können wir jetzt dieses Schiff hier nämlich mal ausrüsten für unsere Expedition. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Unser Flaggschiff. Auf Kurs. So, wir brauchen Rationen. Wir nehmen mit einem Kaffee. Sie spielen schon seit zusätzliche Stunden. Rationen nehmen wir mal mit. Und dann brauchen wir Jagdglück. Man sieht es hier immer, wenn man jetzt hier auf ein Item geht. Holz zum Beispiel bringt Geschick, ja. Holz bringt Geschick. Fische, Ration ist ja logisch. Mein Revier. Der Schnaps bringt die Heilkunst. Und wir brauchen Jagdglück. Das heißt, wir werden hier dem mal ein bisschen noch Lehm einpacken. Was haben wir denn hier noch an Items? Geschick. Geschick. Gefechtskunde. Zusätzliche Ration. Ich packe dem das hier noch ein. Und dann ziehen wir hier auf 100% und wir können das Schiff mal losschicken. Und hoffen, gucken wir mal, wo es uns hinbringt. Das wird jetzt ein Weilchen unterwegs sein. Die Schiffe reparieren wir mal. Ein Schiff ist noch unterwegs, oder? Nee, warte mal. Wir geben unser Bestes. Können wir das ausladen?
Okay. Jetzt wollen wir erst schauen, dass wir die Produktionen hier von der Insel runterkriegen. Dass das hier alles über Land passiert. Ich hätte ja schon gern den Clipper, aber dazu brauchen wir noch einige Handwerker. Und ja, könnten eigentlich uns ein paar Handwerker machen. Aber die gehen alle nicht. Warum gehen die nicht? Dazu sind wir doch hier. Brot. Brot ist das Problem. Mehl brauchen wir keins mehr. Doch, brauchen wir noch, weil... Ah, warte mal. Wie machen wir das? Können wir doch eigentlich versuchen, die Produktion hier rüber zu schaffen. Okay, warte mal. Wir werden uns hier, wie gesagt, noch ein paar Bauern machen. Okay, jetzt will ich mal schauen. Wir haben Items, keine Items drin. Ich würde gerne hier auf dieser Insel Folgendes machen. Hier ausgerüstet in der Handelskammer. Okay, wir laden jetzt hier in dieses Schiff laden wir mal ein. Das hier. Und fahren das rüber. So, wie sieht's denn hier aus mit den Waren? Fisch sieht noch gut aus, Bretter ist halt ein bisschen das Problem. Eine Handelskammer. Ich würde die Handelskammer ja dahin bauen. Wir machen das jetzt einfach mal. Und sobald wir genügend Holz haben, werden wir hier die Handelskammer aufbauen. Hier machen wir dann Getreide hin. So, wir haben 136 Bauern. Die werden wir aber auch brauchen für das Getreide. Und die Getreide bringen wir komplett darüber. So, okay, unser Schiff ist unterwegs. Du reparierst. Wie sieht's hier aus? Oh, Fisch. Fisch ist das Problem. Wann machen wir weiter? Jetzt machen wir. Von vorne anfangen? Nein, brauchst du nicht. So, Fisch. Die brauchen Fisch. Fischenbrot. Können wir da? Nein, wir können auch nicht. Die zufrieden. Oh, Bier. Wie sieht's aus mit dem Bier? Genau. Lass uns mal gucken. Nochmal drüber schauen? Gleich. Wir geben jetzt mal das Bier frei. Und dann gucken wir uns das mal an. Oh. Seeschlacht fasziniert das Volk. Die große Seeschlacht ist wenig überraschend das Hauptthema der Diskussion daheim und im Ausland, weil ihr Ausgang die Fehde mit unseren Nachbarn an diese Küste zurückkehren. Wohl entscheiden wird. Da ihr Ausgang in der Schwebe hängt, müssen wir weiter auf den Sieg hoffen. Neuen Ufern. Fortsetzung auf Seite 3. Das werden wir lektorieren. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie denn sonst wohin. Jawohl, so machen wir das. So, veröffentlichen. So habe ich es noch nie betrachtet. Unser Schiff ist war unterwegs. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Wir wissen es nicht so genau. So, Brot ist immer noch ein bisschen erledigt. Erledigt. Und jetzt sollten sie alle Redelsführer vors Standgericht bringen.
Das werden wir noch tun. Aber Sie haben an Einfluss gewonnen. Nicht heute. Wir sind in der Bilanz wieder im Plus. Wir Stand gespeichert. Sind dabei, unsere Produktion darüber zu machen. Volles Lager. Vom Lager geht nicht mal mehr zu. Mach mal da mal Wir Bus. Drehen hier nur noch Deutschen. Auf Pause. Sägewerkproduktion. Die Schnapsproduktion. Okay, wir werden in der nächsten Folge hier dann schauen, dass wir. Oh, wir brauchen. Was fehlt denn? Ach, es fehlt noch ein bisschen Holz. Dass wir hier dann auf dieser Insel die. Die Getreideproduktion in Gang setzen. Dass wir das dann alles schön darüber machen, damit wir hier Platz haben für unsere Bevölkerung. Was haben wir hier noch? Die Kartoffelproduktion. Die Kartoffelproduktion möchte ich gerne hier unten hin schaffen. Da haben wir ja auch das Item schon drin. Wir brauchen dann hier nur noch die Handelskammer. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da so weit sind. Ich bitte nicht jeden herein, wissen Sie? Okay. Ist mir auch egal. Ganz ehrlich. Gut. Es läuft. Dann würde ich sagen, wir bauen unsere Handelskammer auf. Das gucken wir uns noch an, ja. Und wieso nicht? Keine verfügbaren Items. Wieso nicht? Weil es wir noch auf dem Schiff haben. So, jetzt. Gut. Zack. Und jetzt können wir hier. Warte mal, das. Wir setzen das anders da. Können wir jetzt hier. Das müssen wir so irgendwie machen. So. Das müssen wir schauen. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Muss das Getreide hier in dem Umkreis wachsen oder kann das jetzt auf der ganzen Insel wachsen? Das werden wir ausprobieren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich. Schauen wir mal, können wir da reingucken? Zoom? Nein, können wir nicht. Schade, sind ja die gewachsen. Gucken wir uns mal beim Onkel Edward zu. Wir sind hier mal wieder bei der Ziegelei. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Oh, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Warte. Können wir da reingucken besser? Kommen wir da rum. Hier ist unsere Ziegelei. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.